Anstrengend, anstrengend. Herzlich willkommen auf hiphop.de. Herzlich willkommen zu On Point, jede Woche Montag. Ihr wisst Bescheid, mein Name ist Aria. Letzte Woche, ja, hat was stattgefunden. Ein Event, von dem ihr bestimmt auch Wind bekommen habt. Die 26. Ausgabe der Echo-Verleihung. Ja. Echos 2017 fanden statt am 6. April. Ihr und ich und jeder andere Normalsterbliche durfte es erst einen Tag später sehen. Warum, wieso, weshalb das mal wieder leider eine verkackte Ausgabe des Echos war und warum man hier eine riesige Chance eigentlich verspielt hat, würde ich gerne heute bei On Point mit euch besprechen. Wo man doch eigentlich anfangs relativ glücklich war, die ARD hat den Echo abgegeben und gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ja, nach der 25. Ausgabe nach dem letzten Jahr, Echo 2016, war der letzte Echo, der im ARD lief. Ja, da haben die gesagt, ey, lass uns in Ruhe damit. Zu viel Shitstorm, zu viel Gegenwind. Ja, auch zum Beispiel ein Kollege, der mit einer relativ bosshaften Rede da am Ende der Veranstaltung zur, ich glaube, letzten oder vorletzten Kategorie Hip-Hop-Urban, Hip-Hop-Kategorie gewonnen hat und dann gesagt hat, ey, was soll das eigentlich, dass man hier den Hip-Hop-Preis immer bis zum Ende der Show so eigentlich fast schon rausschieben will, so am Ende. Wir sind die vitalste, lebendigste, dynamischste, verkaufsstärkste Kultur der deutschen Musiklandschaft. Warum behandelt man uns immer noch so stiefmütterlich? Oder beispielsweise auch ein Sido, ne, der da eine Laudatio gehalten hat, gekommen ist und gesagt hat, ey, ich sehe die ganzen Preise im Backstage stehen. Warum räumt ihr die nicht mal weg? Ich weiß schon, wer gewonnen hat. Ich zumindest nicht. Durch diese ganzen Eklats quasi, ne, coolerweise wieder durch Hip-Hop-Künstler ausgelöst, die Echo-Killer, hat die ARD gesagt, lass mal, wir geben den Echo ab. Macht damit, was ihr wollt. Danach haben sich lustigerweise tatsächlich Leute gefunden, so, die gesagt haben, ja, wir machen das, wir nehmen das. Das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Ein sinkendes Schiff auch noch zu nehmen und sich drum zu kümmern. Der Sender Vox hat gesagt, ey, komm, wir machen das, wir haben Bock da drauf, wir nehmen uns den Echo, aber wir wollen das ein kleines bisschen ändern. Wollen ein paar Sachen umkrempeln, hat ein neues Konzept vorgestellt, dem Bundesverband Musikindustrie. Und das wurde jetzt, dieses Jahr, beim 26. Echo, zum ersten Mal umgesetzt. Das sind im Grunde drei große Änderungen, die hier umgesetzt worden sind. Ich will mal kurz sagen, was da überhaupt gemacht wurde. Zum einen, ja, hat man das ganze Ding Gott sei Dank endlich mal ein bisschen entschlackt. Man ist von 31 Kategorien, ja, runtergegangen, hat das Ding runtergeschraubt auf 22 Kategorien, was natürlich super ist. Ja. Daumen hoch, erstmal dafür, erste Änderung war super. Endlich mal in die Tonne mit so Sachen wie Blu-ray, DVD des Jahres, so. Ging natürlich an Helene Fischer letztes Jahr, ist ja unnötig, das noch zu sagen. Oder Social Media Profil des Jahres. Also man tut so, als wäre jetzt, oh, da gibt's was Neues, Social Media. Ja, dann können wir das ja auch auszeichnen. Zum anderen natürlich, zweite Änderung, nicht mehr die ARD überträgt den Echo, sondern selbstverständlich Vox, ne? Die veranstalten das Ding. Und da gibt's auch noch eine Änderung, auf die ich ganz am Ende noch mal kurz zu sprechen komme, die auch eigentlich eher belustigend ist. Aber die hauptsächliche Änderung, dritte große Veränderung ist, es wurde eine Jury eingeführt. Ja, genau, eingeführt. Ja, es gab bisher für den größten deutschen Musikpreis keine Jury. So traurig das auch ist, ja, bleiben wir mal in der Gegenwart. Erstmal cool, grundsätzlich natürlich nice, dass man da versucht, an dem Konzept was zu ändern, wenn es da nicht ein paar Probleme gäbe. Zunächst einmal, das haben viele Leute gefragt, geschrieben, überall hingeschrieben, ey, wer sind denn die Jurymitglieder, wie viele sind das, wer wählt da aus? Also, es sind insgesamt 700 Jurymitglieder, ja, etwa. Ihr könnt das auf der Seite des Echos, werde ich mal unten einbinden, alles nachlesen. Ich breche euch das mal runter, weil das sind 4, 5 so PDFs, die sind extrem lang, kein Mensch hat Bock, sich das durchzulesen. 700 Mitglieder ungefähr in dieser Jury, die natürlich nicht überall abstimmen. Das ist auch erstmal cool, jeder von denen hat sein eigenes Fachgebiet. Fachjurys heißen die Sachen dann. Die stimmen in ihren Fachgebieten ab, plus in der großen Kategorie Album des Jahres und Hit des Jahres. Zum Beispiel natürlich, was uns hier interessiert, die Kategorie Hip-Hop Urban National. Er fragt mich nicht, warum das Ding Hip-Hop-Urban, warum Urban, dieser Begriff ist auch so ein seltsamer. Es gibt auch kein International, von daher, ne, International wurde abgeschafft, ist einer von diesen neuen Kategorien, die weggefallen sind. In dieser Kategorie sind etwa 60 Leute stimmberechtigt, ja, unser guter Mann Roos, hier, unter anderem auch Künstler wie Kool Savas selber, Farid Bang selber dürfen da abstimmen, ja, außerdem eine Menge Leute
aus der Musikindustrie, ja, also viele Leute von Sony, Warner, Universal und so weiter und so fort, verschiedene Manager, ja, von ganz vielen Künstlern, auch deutsche Hip-Hop-Künstler. Dazu kommen dann noch so Mainstream Radiomoderatoren, ja, was weiß ich, was für Radiosender, Moderatoren dort, und einer auch von RTL 2 News, ja, darf da auch mitmachen. Ja. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich das cool finde oder nicht, dass da ein Künstler, sein Manager und sein Label abstimmen dürfen. Ich meine, wenn der Künstler selber abstimmt, ist ja noch irgendwie in Ordnung, wenn man zum Beispiel Weltfußballerwahl sich anguckt, da stimmen ja auch die Fußballer selbst mit. Das ist ja erstmal nicht so ein großes Problem, aber so, wenn dann dein Management, dein Tourmanagement, dein Label und du selbst abstimmen können. Abgesehen davon, das eigentliche Problem für mich ist, man kann nirgendwo sehen, wie wurde denn jetzt diese Jury ausgewählt? Wie kommt man auf diese 60 Leute? Ja, warum ist dort jemand von RTL 2 News stimmberechtigt und jemand anders etwa nicht, ja, der zum Beispiel jahrelang in der Hip-Hop-Industrie arbeitet? Es wird so ein bisschen alibimäßig in diesen 1000 PDF-Dingern beschrieben, ja, hier ehemalige nationale Preisträger und Nominierte des Echos in der jeweiligen Kategorie dürfen dort. Also steht ja nicht, ja, ob die alle jetzt mitmachen dürfen, warum zum Beispiel ein Bushido nicht bei den Stimmberechtigten dabei, warum ist ein Crow nicht dabei, ja. Vielleicht haben die das einfach abgelehnt, ja, wollten da nicht mitmachen. Aber wie gesagt, es steht hier nicht drin, wer ist denn jetzt drin, was muss man machen, um da mitmachen zu können. Es ist insgesamt so krass intransparent, dass man kaum durchsteigt, wie wurde das jetzt alles aufgeschlüsselt, wie kommt man jetzt auf die Ergebnisse. Jetzt fragt man sich natürlich, was darf diese Jury überhaupt machen, was wählt diese Jury überhaupt aus, ja. Es gibt 5 Nominierte in jeder Kategorie. Bleiben wir mal so zur Anschaulichkeit hier in der Kategorie Hip-Hop Urban National. Es gibt 5 Nominierte. Diese 5 Nominierten kristallisieren sich aus, ihr ahnt es schon, aus den Charts heraus. Ja, sprich die 5, die am meisten Platten verkauft haben, beziehungsweise die am meisten Umsatz generiert haben, ne, ihr kennt dieses Chartspiel, sind am Ende für diese Kategorie nominiert. Das waren Platten zwischen Anfang März 2016 und Anfang März 2017. Das ist der Zeitraum, in dem die Echos quasi Alben geltend machen lassen, was ja völlig okay ist, ne? Das sagt man bei uns bei den Hip-Hop.de Awards auch immer wieder, ey, ihr seid nur bis Mitte Dezember, nicht bis zum Ende des Jahres. Ja, irgendwo muss man einen Schlussstrich ziehen, um quasi früh genug und nicht spät dran zu sein, so mit den Awards. Platten, die zwischen Anfang März 2016 und Anfang März 2017 sich am besten, am meisten, wie auch immer, verkauft haben, waren Kollega, Imperator, Shindy, Dreams, Raff und Bones, Jizzes und Bones und die Beginner mit ihrem Album Advanced Chemistry. Lustigerweise hätte bis letztes Jahr noch die Platte jetzt hier gewonnen oder die Band, der Künstler, der Nominierte in der Kategorie gewonnen, der auch am meisten verkauft hat. Also man nominiert quasi 5 Leute, die am meisten verkauft haben, und lässt dann den gewinnen, der von denen am meisten verkauft hat. Warum nominierst du denn die anderen 4? Wenn sich jemand zum Beispiel gefragt hat, warum die letzten Jahre der ein oder andere Rapper gar nicht erst dahin gegangen ist, obwohl er ein gutes Album abgeliefert hat, gut verkauft hat, eigentlich realistische Chancen auf das Ding hatte. Ich glaube zum Beispiel Shindy war letztes Jahr oder das Jahr davor, wann auch immer er nominiert war mit einem Album, war er nicht da. Also selbstverständlich, weil die Leute natürlich schon wissen, sie werden nicht gewinnen. Ne? Ein Künstler weiß ja, mein Album hat so und so viel verkauft, das Album von dem und dem hat vielleicht einen Ticken mehr verkauft, also brauche ich da gar nicht erst hinzugehen, um mich so alibimäßig hinzusetzen und zu sagen, ja, ich bin nominiert, vielleicht gewinne ich ja. Und zu wissen, man verliert. Ja, das ist ja total witzlos. Jetzt gab es dieses Jahr eine Änderung. Man hat genau das versucht, eigentlich so ein bisschen, naja, ich weiß gar nicht, ob man wirklich tatsächlich aus dem Herzen versucht hat, das aus dem Weg zu schaffen. Zumindest hat man mal eine Variation so reingebracht, denn 50% der Stimmen am Ende des Tages, ja, ich blende euch die Passage mal hier rein, die ist nämlich genauso wieder ab ins Blaue wie die Juryauswahl. Jedes Jurymitglied hat eine Stimme, gibt seine Stimme für den Favoriten in der jeweiligen Kategorie ab. Der Sieger wird am Ende ermittelt durch 50% Juryergebnisse und 50% Chartergebnisse, die ja sowieso schon ausgesucht hatten, wer überhaupt nominiert ist. Wie das jetzt genau gerechnet wird, ist schon wieder unklar. Ja, wie ist das jetzt? Nimmt man jetzt den, der am besten auf Platz 1 der Verkäufe war und den, der auf Platz
Also was passiert, wenn einer am meisten verkauft hat, aber drittmeisten Stimmen bekommen hat und der andere hat am drittmeisten verkauft, aber am meisten Stimmen bekommen? Was macht man da? Oder rechnet man prozentual? Wie gewichtet man die einzelnen Jurystimmen auf gegen irgendeine Anzahl von Verkäufen? Wie macht man das am Ende des Tages? Das wäre jetzt gerade an dem Beispiel in der Kategorie hier ganz nice zu wissen, wie das passiert, um nachvollziehen zu können, warum am Ende des Tages nun die Beginner gewonnen haben. Also die Beginner haben gewonnen, nur damit ihr das auch mal wisst. Gratulation an der Stelle an die Beginner, ne? Gönnt euch der erste Echo nach 100 Jahren Karriere, das erste Mal in Echo. Ja, haben ja dieses Jahr, beziehungsweise 2016 ja auch Lebenswerk Hip-Hop.de Award bekommen, hat Roos ihn überreicht. Aber seien wir mal ehrlich, Leute, 2017 Echo Hip-Hop Act des Jahres, die Beginner? Das ist ja wohl eher fragwürdig. Da wird mir, glaube ich, jeder zustimmen, der so aus dem Hip-Hop-Kosmos kommt und sich mit dem Jahr letztes Jahr beschäftigt hat. Gerade wenn so Leute wie Shindy, Kollega nominiert sind. Oder, um jetzt mal wirklich das Kind beim Namen zu nennen, Palmen aus Plastik. Dass dann der Preis an die Beginner geht, ist mindestens fragwürdig. Ist übrigens auch die Platte, die sich am meisten verkauft hat. Beginner, ne, die haben vor ein paar Wochen Platin bekannt gegeben. Wie ihr wisst, Palmen aus Plastik kratzt da gerade an Platin. Das heißt, von den fünf Dingern, Shindy, Kollega, Raff und Bones, Jizz und Bones und die Beginner haben am meisten verkauft. Das heißt, es wäre tatsächlich interessant zu wissen, inwieweit haben die Juryergebnisse überhaupt eine Rolle gespielt, weil am Ende des Tages hat ja offensichtlich trotzdem das Album gewonnen, was auch letztes Jahr mit den alten Regeln gewonnen hätte. Es waren genau die Alben nominiert, die letztes Jahr auch nominiert wären. Und es hat genau das Album davon gewonnen, was auch letztes Jahr gewonnen hätte. Die Beginner haben übrigens auch einen zweiten Echo an dem Abend gewonnen, den Kritikerpreis-Echo, wo ungefähr 30, ich glaube so ungefähr 30 Journalisten über die Alben abstimmen, wo Jan Delay bei der Danksagung wohl sogar so gesagt hat, ey, ganz lustig, dass wir hier den Kritikerpreis oder generell bei der Echo so krass abräumen, wenn man mal bedenkt, was für miese Kritiken wir für das Album bekommen haben, als das released wurde. So viel dazu also erstmal. Jury-System, cool, dass man auf die Idee mal gekommen ist, nach 25 Ausgaben Echo, dass man vielleicht nicht nur die Verkäufe nimmt, ja, wonach die Leute ja sowieso schon ausgezeichnet werden. Wenn du 200.000 Platten verkaufst, kriegst du ja sowieso schon Platin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dass du dann nicht auch noch den Echo dafür bekommst, sondern vielleicht mal ein bisschen Qualitätskontrolle auch reinkommt. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, ja, verbesserungswürdig, um das an der Stelle mal so zu sagen. Und die dritte Sache, das halte ich jetzt echt kurz, weil das wirklich eigentlich nur vor Lächerlichkeit strotzt und man gar nicht so viel dazu sagen kann. Klar, Vox überträgt jetzt das Event, ne, habe ich am Anfang gesagt, nicht mehr die ARD und zur Überraschung aller Leute, es ist nicht mehr live, sondern wird ein Tag später übertragen. Ein Tag, 24 Stunden später, ja, wisst ihr eigentlich, was in 24 Stunden im Internet alles so passiert? Leute, liebe Leute, die das organisieren und auf die grandiose Idee gekommen sind, ein Event von popkulturellem, jugendkulturellem Interesse nicht live, sondern einen Tag später zu übertragen. Die Begründung würde ich gerne mal hören. Ist bestimmt interessant. Ne, heutzutage, wo irgendwas irgendwo auf der Welt passiert und es braucht wirklich nur Minuten, wenn nicht sogar nur eine Minute, damit in Twitter Trends ausbrechen und ich auf der anderen Seite der Welthemisphäre davon Wind bekomme, entscheidet man sich dazu eine Preisverleihung, wo ja auch eine gewisse Spannung irgendwie eigentlich herrschen sollte, ja, wie man sieht, herrscht ja nicht, weil du kannst ja schon vorher wissen, wer gewinnt, aber wo eigentlich eine gewisse Spannung herrschen sollte, sich dazu entscheidet, yo, ey, wir machen das und dann zeigen wir das den ganz normalen Menschen, aber erst einen Tag später. Aber wir posten, wer gewonnen hat. Also bevor wir das zeigen, ey, Digga, ganz ehrlich, ey, falls ihr das noch nicht kanntet, das hier ist Internet, ja? Hallo, wie geht's? Alles gut? Ich habe das Video hier heute aufgenommen und heute geht's online, ja? So krass ist das. Wenn ich wollte, Alter, das ist wirklich zum Staunen, dann könnte ich sogar das hier, live streamen. Live. Sogar auf YouTube. YouTube kann das sogar. Vielleicht mache ich das mal demnächst. On Point Live so. Und dann Kommentare, Hater-Kommentare vorlesen oder auf eure Vorschläge eingehen. Ja, ne, ganz ehrlich, jetzt mal Spaß beiseite. Man hat so viele Möglichkeiten, so ein Event aufzufrischen. Wenn ihr euch zum Beispiel die BET Awards von vor einigen Jahren anguckt, ja, ich bind mal hier ein Bild rein, guckt mal hinter Beyoncé, was da so abgeht. Ja, eine Hashtag-Wall, Alter. Man könnte das ja mal in Erwägung ziehen, ja, so progressiv sein und sagen, ey, wir verknüpfen die Echos jetzt mal ein bisschen stärker mit dem Internet, weil Internet, habe ich gehört, ist so dieses Ding, was
immer wichtiger wird. Und wir zeigen das Ding nicht nur live, sondern gehen einfach auch ins Internet, Alter. Zeigen das live auf YouTube. Wir machen eine App zu den Echos. Ja. Wir lassen dort live zum Beispiel voten, was ist die geilste Live-Performance. Ja. Kendrick Lamar tritt drauf, was weiß ich, Lady Gaga tritt drauf. Als ob die alle beim Echo auftreten würden. Also nur so als Beispiel, Lady Gaga tritt auf, alle voten, krasser Auftritt. Du siehst live im Echo hinten an der Wall in dieser Messe auf der Bühne, kannst du ja dann so ein Voting-Dings machen. Oh, Lady Gaga ist vorne. Dann tritt plötzlich, was weiß ich, Udo Lindenberg auf, alle voten Udo Lindenberg. Auf einmal siehst du, ah krass, während Udo Lindenberg performt, siehst du zum Beispiel da oben, krass, Udo Lindenberg überholt jetzt Lady Gaga so in den Statistiken. Kendrick Lamar, ah krass. Sowas. Macht es doch einfach mal interaktiver, Alter. Wenn ihr schon sagt, man kommt sowieso kaum auf den Echo, ja, wenn ihr euch das mal reingezogen habt, Karten, Tickets holen und so, bla bla, ja. Also sogar hier die Kritiker oder Jury, ja, Roos war ja auch Teil der Jury, Roos konnte zum Echo gehen, als Teil der Fachjury, der da quasi entscheiden soll, wer gewinnt, konnte sich Roos netterweise für einen Mitgliederpreis von 250 Euro ein Ticket holen, ja, und dann im Saal quasi die Veranstaltung live miterleben. Wenn der Roos sich dazu entschieden hätte, jo, ich würde auch gern was essen dabei, dann kann er zum Mitgliederpreis von, das ist wirklich kein Witz, das meine ich wirklich ernst, ja, 750 Euro sich ein Ticket holen. Es wirkt alles so, und das ist nicht böse gemeint, sondern es wirkt wirklich alles so, als wolle man Leute rausschubsen aus dem Echo, ja, als wolle man Zuschauer rausschubsen. Nein, ihr kommt nicht auf die Veranstaltung. Nein, ihr seht das auch nicht live. Ihr dürft auch nicht mitmachen. Und ja, warum macht man nicht einfach mal sowas Geiles wie eine Twitter-Wall, lässt die Leute da mitmachen, live im Fernsehen, geht drauf ein, macht es interaktiver, ne? 2017 ist angekommen. Man muss aber auch dazu sagen, so zur Verteidigung von Vox, weil ich die jetzt hier ein, zweimal genannt habe, generell cool, dass da ein neues Konzept überhaupt sich getraut wurde. Ich weiß, es ist nicht einfach, das ist ein großes Komplex, ein kompliziertes Zahnradgebilde, da fließt ja auch sehr viel Geld und sehr viele behäbige Major-Firmen, die da nicht so offen für Veränderungen sind. Und generell muss man auch sagen, Vox ist ja eigentlich grundsätzlich sehr progressiv, was Musik-Content auch angeht. Ne? Sing dein Song, sing mein Song, dein Song, keine Ahnung. Und hier die Schlager Cover My Song, glaube ich. Hieß es Cover My Song? Ja, mit den Namen sind die da wohl nicht so kreativ. Aber generell, die machen eigentlich im hiesigen deutschen TV-Dschungel mit so den besten Job, was Musik-Content angeht. Und die stoßen dann halt auch irgendwie vielleicht an ihre Grenzen, ja. Und jetzt müssen die halt die Suppe auch mit ausbaden. Wenn dann so Kuriositäten oder unerklärliche Dinge halt passieren, wie hier mit der Jury oder... Also da sind wirklich auch kuriose Sachen passiert. Christina Stürmer beispielsweise, ja, eine österreichische Sängerin, singt auf Deutsch natürlich, ist nominiert gewesen für Künstlerin international sage und schreibe mit Rihanna, Beyoncé und Sia. Ja, viel Spaß mit der Konkurrenz, Alter. Christina Stürmer. Und gleichzeitig, jetzt kommt das Kuriose, wurde die Band Freiwild, ja, die ja noch wegen was ganz anderem ganz krass in der Kritik standen, die stammen aus Südtirol, ja, die stammen aus Italien, nominiert in der Kategorie Rock National. Das erklär mal bitte einer, warum Freiwild national sich messen müssen und Christina Stürmer die Arme da gegen Beyoncé und Rihanna und Sia ran muss. Wie dem auch sei, danke fürs Zugucken, das ist eine sehr lange On-Point-Folge geworden. Trotzdem ist auch ein wichtiges Thema, all die sagen, das ist total unwichtig, scheiß auf den Echo, ist ja vollkommen egal. 1,3 Millionen Leute haben den Echo gesehen. Das heißt, so egal ist es leider dann am Ende des Tages nicht. Vielleicht sollten wir mal zusehen, dass der wenigstens ein bisschen cooler wird. Ja, und wir auch hier aus der Hip-Hop-Welt ein bisschen mehr da was zu sagen haben und vielleicht mal mitmachen dürfen, wenn die Leute so nett sind. Man muss auch sagen, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Ne? Auch die Grammys bieten da mehr als genug Diskussionspotenzial. Nur für die Leute, die dann immer sagen, ja, das ist hier nur ein deutsches Problem. Nee, an der Stelle ist es tatsächlich wirklich so ein bisschen größer. Vielen Dank fürs Zugucken am Ende des Tages. Ja, lasst mir gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ja, ich diskutiere, ihr wisst ja, ich lese das, ich diskutiere gerne mit. Können wir ein bisschen weitersprechen über dieses Thema. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß auf hiphop.de. Peace out.